Eine weitere Überraschung ist, dass auf der offiziellen und steuergeldfinanzierten Netzseite des Ministeriums interessanterweise die privaten Facebook- und Twitter-Auftritte der Frau Barley verlinkt sind und beworben werden und damit zweifelsohne Amtliches und Privates vermischt wird. Vielleicht fließt also auch ein Teil dieses neuen Geldes für die Öffentlichkeitsarbeit in das, was Sie da privat vermarkten, Frau Barley. Genauso wie eine aktuelle Meldung, die ich Ihrer Facebook-Seite entnommen habe, wo Sie offenbar mit Herrn Soros Gespräche geführt haben über, ich zitiere, die Bedeutung einer lebendigen Zivilgesellschaft für die Zukunft unserer Demokratie, Zitat Ende. Frau Barley, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie reden da mit einem zwielichtigen, dubiosen, internationalistischen Strippenzieher über die Zukunft unserer Demokratie, Frau Barley. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie die Inhalte dieses Gespräches und das Ziel dieses Gespräches einmal veröffentlicht hätten.